Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirity. Ich will mal was probieren. Wir haben gesehen, wenn wir den Globus spenden. Ich will wissen, was dann passiert. Wenn das heute auch noch geht mit dem Spenden. Wir schauen mal. Okay. Hier ist schon wieder die Nachricht, warum auch immer die hier kommt. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Willst du den darbieten als Opfer? Ja. Dein Opfer lautet Globus. Okay, haben wir gemacht. Sehr schön. Wir müssen aber auch scheinbar alle anderen opfern. Na gut. Ich nehme die Frucht mit. Ja, hier am Strand wissen wir leider immer noch nicht. Wenn wir eine Spiritstufe gestiegen sind und hier immer noch nichts sehen, dann spätestens werde ich vielleicht mal online nachgucken. Aber... war da gerade eine Fledermaus? Habt ihr das gesehen? Ja. Aber mal gucken. Erstmal würde ich jetzt weitermachen. Wir gucken jetzt mal. Heute ist Montag. Wartet mal. Ah, guck mal. Heute baut sie. Okay. Heute ist Bautag. Okay. Sehr schön. Also klappt das doch. Dann können wir ja mal gucken. Heutzutage sind immer alle so beschäftigt. Wir haben 1000. Wir könnten ja mal... Teethermoskanne. Antike Karte 34. Zu teuer. Klavierbank. Reiswaffeln. Rote Paprikapaste. Getrockneter Seetang kaufen wir mal. So. Tomaten. Rindfleisch. Geschichte von M.T. Whisper. Boah, der Rucksack. Ja. Kimchi-Eintopf. Gramsalat. Ich kaufe mal Kimchi-Eintopf. Kimbap. Kenne ich nicht. Okay. So, ein bisschen geshoppt. Nee, ich will den Seetang nicht konsumieren. Ich würde ihn gern behalten. Manchmal habe ich Lust, in einen von Tifas gefüllten Teekolben zu springen. Es ist wahrscheinlich nicht so bequem, wie es aussieht. Nee, ich würde gern die kleinen Krebse unten am Strand. Spielst du viele Videospiele in Land 4? Ja. Also, ja. Tonnenweise. Ja, das ist toll. Vielleicht können wir ja mal zusammenspielen. Ich würde gern mit irgendjemandem abhängen, ehrlich gesagt. Das Rätsel der stummen Glocke bleibt ein Rätsel. Ich habe keine Antwort darauf gefunden, warum unser mitteilender Freund stumm war, aber er schweigt nicht mehr. Das ist doch gut. Ich frage mich allerdings immer noch, warum die Glocke nicht geläutet hat. Die verzüchtet mächtige Teeblätter. Ich fühle mich immer gestärkt, wenn ich etwas von ihrem Tee trinke. Tut mir leid, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay. Kann ich verstehen. Und du so, Suchin? Warte. Julian ist in letzter Zeit auf der Arbeit so genervt. Ja, ich weiß. Vielleicht werde ich auf dem Boot heiraten. Oh, wie geht's denn für? Willst du mit mir Fische fangen gehen? Angeln? Oh, ich liebe es. Ich würde ehrlich gesagt, ich mag Suchin hier, glaube ich, am liebsten von allen momentan. Die sieht auch am coolsten aus, finde ich. Und mit dem Boot finde ich halt mega. Ich liebe ja Wasser. Irgendwie finde ich die Idee, auf so einem Hausboot zu wohnen, auch echt cool. Deswegen, ich würde gerne Suchin rumkriegen hier. Wenn das denn möglich ist. Dann würde ich uns gerne Suchin als Partnerin holen. Oh, guck mal, wie schön das ist. Wir können hier immer zusammen angeln. Meine Lieblingsbeschäftigung in Videospielen. Das ist doch toll. Ja, das versuchen wir. Außer, ich entscheide mich nochmal um, aber momentan ist mein Favorit Suchin. Könnt ihr mal was zu sagen? Ob euer Favorit auch Suchin wäre oder vielleicht jemand ganz anderes? Hundshai. Ja, geil. Also wenn das nicht mal mega ist. Suchin, siehst du, was ich Tolles gefangen habe? Das kann nicht jeder, so ein Hai fangen. Oh. Ach, schön. Ich wünschte, die würde mir noch ihre Fische geben, ehrlich gesagt. So wie bei Disney Dreamhack Valley, wenn man mit denen zusammen was macht, dass die einem ihres abgeben. Aber das macht sie wohl nicht. Schade. Na gut. Ach, wie gesagt, das ist immer echt schwierig, das hinzukriegen. So. Und ein Hering. Nee, ich würde doch gerne ganz viel Zeit im Suchin verbringen. Gerade läuft es doch so gut mit unserem Date hier. Weißt du, wir reden kein Wort, aber wir fangen die besten Fische zusammen. Toll.
Wir könnten mal versuchen, die Schatzkarte nochmal anzuschauen und zu gucken, wo wir da vielleicht den Schatz finden. Mal gucken. Da habe ich gar nicht gesehen, dass sie da unten sagt, bringen wir sie gemeinsam an Land. Das ist ja voll süß. Oh. So, haben wir geschafft. Noch ein Hunzei. Wenn sie uns jetzt nicht liebt, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde, wir legen uns hier ganz schön ins Zeug für unsere Liebste. So, Suchen, siehst du? Hab schon wieder was. Ja. Oh, hab vergessen. Scheiße. Jetzt aber. So. Und du? Ja, ich will das mal aufhören. Ich muss jetzt wirklich los. Wir sehen uns dann hier. Und? Und magst du uns jetzt oder nicht so? Hm. Ich weiß es nicht. Naja. War schön. Ich stütze mich auf mehrere Säulen. Ich denke, das eine davon, nämlich das Schreiben, das Malen oder das Betreiben als Imbestand, das ein Erfolg werden könnte. Hoffe ich jedenfalls. Also, wo habe ich nur den Block mit den Haftnotizen gelassen? Na, Lindfir. Tschü. Hallo. Oh, warte mal, was ist denn das? Nee, das wollte ich nicht. Hä? Wieso ist meine Vision wieder voll? Das ist seltsam. Die war doch fast leer. Reiswein! Ja geil. Den brauche ich bestimmt noch zum Kochen. Das kleine hier? Was ist das? Mitternachtsbier. Ja, mega. Nehme ich alles mit? Und was soll ich denn hier noch so opfern? Gemüsepizza. Basketball, warte mal. Honig, große rote Laterne, Wolkenkatze. Aber Basketball? Haben wir nicht mal einen Basketball? Wir gucken mal in der Schule, da lag doch ein Ball. Moment. War es ein Basketball oder ein Fußball? Ah, ein Fußball. Ah, schade. Na gut. Am Strand ist auch nichts, oder? Die hat sie jetzt nicht irgendwie verschrieben bei dem Dingens. Nee, hier ist auch nichts. Ich gehe trotzdem mal hier den Strand auch noch ab. In der Hoffnung, hier vielleicht das Rezept zu finden. Nee. Nee. Okay. Ist hier jemand? Hallo? Ich arbeite wirklich nicht gerne in dem Hähnchenrestaurant, aber das Streaming zahlt die Rechnung noch nicht so ganz. Ja, kenne ich. Ich bin im Moment definitiv zu beschäftigt, um zu reden. Ja, ist ja gut. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht noch was erfahren mit geisterhaften Wesen, aber scheinbar nicht heute. Scheinbar nicht. Hier irgendwas? Oh, warte mal. Achso, ja, bei Julian, okay. Na gut. Oh, hi. Ich bin so gut wie fertig mit dem Buch, an dem ich gearbeitet habe. Also, ich meine lesen, nicht schreiben. Okay. Oh, was kann ich denn tun? Nee, kann ich mir leider alles nicht leisten, so wirklich. Halt! Bitte hilf mir, das Rezept zu finden. Am Weststrand! Am Weststrand! Ja, ist okay. Am Weststrand. Hört ab. So, noch jemand? Ihn hier finde ich auch noch ganz gut. Mobi und Suchin, das wären so meine Pfaffs hier. Kaffeezeit, habe ich recht? Nö, nicht so wirklich eigentlich. Wohl heißer Kaffee hätte ich schon gern. Ist schon Lust drauf. Kann ich mit dir auch normal reden jetzt? Nee, schade. Okay. Und ihr so? Die Blumen blühen alle. Ich würde gern eines Tages einige der verfallenen Gebäude auf dem Berg in Ordnung bringen. Vielleicht könnten wir sie zu Kulturdenkmälern machen. Entschuldige, aber jetzt bin ich echt beschäftigt. Hallo? Geht nicht. Schon wieder? Hm. Noch eigenartig. Kann ich mit ihm nochmal normal reden oder nur noch über die Geister? Ich würde gerne einen Lieferservice in meinem Restaurant anbieten, aber ich bin noch nicht so weit.
Hey, komm doch rein. Was kann ich dir bringen? Nee, danke schön. Nee, nee. Das ist mir erst zu teuer. So. Ich mache das gerade die ganze Zeit, damit wir ein bisschen mit den Leuten bonden. Ne? Wir wollen ja uns ein bisschen hier auch beliebt machen. Ach, die meinen immer das? Das meint die mit den Käfern, oder wie? Aber es kommt komischerweise nicht jedes Mal, wenn der Käfer... Oh! Ja, ja. Alles gut. Weiß ich schon. Ja, ja. Ist okay. Ich will einfach nur dein Zeug haben. Okay. Ach so. Okay. Das ist doch ein Nest da unten, oder nicht? Warum kam ich denn zu dem Nest nicht hin? Ich hätte gerne eine Bese. Ich hätte gerne eine zweite Bese. Ich hätte gerne eine Ente, Mensch. Warum kann ich denn die Ente da unten nicht kaufen? Was mache ich denn mit dem Space Heater? Oh, ich hätte gerne das zweite Entennest. Wenn das denn ein zweites Entennest ist. Ja, hi. Ich wohne gerne in der Pension. Es ist so schön, unabhängig von meinen Eltern zu leben. Manchmal habe ich die seltsamsten Träume, als würde ich in einem seltsamen und doch vertrauten Wald spazieren gehen. Warum wirkst du immer so verdächtig? Das wollte ich auch gerade sagen. Bitte lass mich um. Das habe ich genauso gedacht gerade. Warum wirkt er immer so verdächtig? Ja, was ist denn hier los? Warum liegt das da auf dem Boden? Was ist denn hier los? Kann ich hier irgendwas klauen von den Sachen, die hier oben draufstehen? Nee, ne? Warum liegt das da mitten auf dem Boden? Boah, voll geil hier. Kann ich hier einziehen? Ich würde gerne hier wohnen. Wer wohnt denn hier? Aber was ist das da? Ich würde gerne in das Haus da einziehen. Wahrscheinlich wohnt er da, ne? Das könnte passen. Hier ist keiner. Hat keiner gesehen. Ich wollte schon die ganze Zeit haben, aber ich habe mich nicht getraut. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Jetzt, wo ich weiß, dass Diebstahl nicht bestraft wird. Schon wieder? Aber da ist immer nichts. 2.45 Uhr. Ich überlege gerade. Ja, das schaffen wir nicht. Noch eine Folge anfangen und... Nee. Kann ich eigentlich auch Sachen so verkaufen jetzt, die ich im Inventar habe? Haben wir das schon mal probiert, ob ich verkaufen kann? Also das ist ja alles, was ich... Ich kann nichts verkaufen, ne? Kann das sein? Weil ich habe ja auch den ganzen Fisch und so, aber ich wüsste nicht, wo ich verkaufen kann. Nee, alles gut. Na gut. Weiß ich jetzt auch nicht. Dann gucken wir mal ganz kurz, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Erstmal will ich hier schauen. So. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier ran. Die Haie. Butterfrucht packe ich rein. Getrockneter Seetang, Hering. Und wir müssen mal... Ich glaube, ich habe die ganzen Fische einfach hier reingepackt. Oh, die Schmetterlinge und so. Was mache ich denn damit? Reiswein, Mitternachtsbier. Ach nee, genau, andersrum. Entschuldigt. Verpennt. Und wie man die Dinger hier anpflanzt, weiß ich auch noch nicht. Wir haben ja eine Samentüte, aber ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ich würde ja gerne eigene Sachen anbauen. So, jetzt da rein. Kann ich schon irgendwas Schönes kochen eigentlich? Lachs wäre hierfür. Honig, Oktopus haben wir noch nicht gefangen. Kimchi, weißer Reis, Schweinefleisch, Knoblauch. Was hatte ich denn für ein Fleisch gekauft? Hatte ich nicht schon Fleisch gekauft eigentlich? Oh, da habe ich immer noch einen Fisch drin. Scheinbar nicht. Mehl, Eier, Huhn haben wir gekauft. Ah, und Huhn kann ich noch nicht benutzen. Nun haben wir die Haie, Sardine, Hering, aber nichts. Na, wir brauchen noch mehr Rezepte.
In der Hoffnung, dass mal was dabei ist, was wir auch machen können. Guck mal, hier fast. Naja, auch das Rindfleisch. Ist noch nicht so richtig. Wenn wir Milch kaufen, dann könnten wir zumindest einen Kuchen backen. Dann bräuchten wir nur Milch. Oh, warte, ich habe ja noch einen Fisch. Hä? Wo ist denn der Fisch? Ach, der ist im Lager noch, ne? Ich habe den im Lager, glaube ich, vergessen. Nee, anders. So. Ich lege gerade. Nee, die stelle ich mir, glaube ich, irgendwo hin. Halt, das war die nicht. Mal hier. Oh, kann ich nicht. Ach, die muss so draufstehen. Ja, so ist auch schön. Noch besser. So. Gut. Habe ich keine, oder? Habe ich Teeblatt? Ja. Könnten den ja schon mal vorbereiten. Ja, trinken will ich. Ich hoffe, dass der bleibt da jetzt drin, wenn ich den nur vorbereitet habe. Weil wir haben ja noch voll. Obwohl komischerweise letztes Mal eigentlich leer war. Ich weiß gar nicht, warum das wieder voll ist. Jo, Lenfir, wolltest du mit mir Zeit verbringen und mich dann tagelang hängen lassen? Wie kannst du ein Mädchen so hart behandeln? Und das wäre gut zu machen, sollst du dir lieber etwas Zeit nehmen, sonst setzt was. Von wem? Achso, das war von den beiden. Ich erhole mich immer noch von unserem Treffen. Du bist eine absolute Bestie. Das ist uns bald wieder tun. Okay. Ja. Wir haben noch die Schaufel. Könnten noch mal gucken, ob wir die Stelle da finden. Oh nein. Warte mal. Nee, nicht hier. Hier. Die haben wir schon. Moment, waren die andere. Kirschblütenbaum, Bach und Gekräuse. Hatten wir da oben nicht so eine Stelle gefunden? Sehe ich die Kirschblütenbäume hier? Ja, da oben. Genau, das ist doch bei uns da oben, oder nicht? Schön, wenn gebaut wird, haben wir mal Zeit für sowas alles. Auch schön. Hier nicht. Oh, was ist da? Die hätte ich gerne. Die sieht lecker aus. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Da oben. Das müsste eigentlich hier sein, quasi. Ja, sie. Oh. Den Samen nehme ich gern mit. Hier. Ja. Verstehe nicht, warum man es manchmal ausgerüstet hat und manchmal nicht. Die Frage, wo hier? Wo ich hier diese Blümchen, ehrlich gesagt, nicht sehen kann. Warte mal. Blümchen rechts unten, irgendein Gekräuse, Kirschblüte und Wasser. Das muss... Ist das in der Mitte dann? Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist gar kein X, das die Stelle so wirklich markiert. Ja, guck mal das andere. Das andere. Da war die Stelle markiert. Bei dem ist es gar nicht markiert. Ist jetzt beim Kirschbaum, beim Wasser, bei den Blumen? Ich, mir sind gar nicht wirklich Blumen. Und ein Wald.
Ich habe es die Stelle vielleicht gar nicht. Also mich irritiert jetzt, dass da gar kein X zu sehen ist. Wir wissen ja gar nicht, wo das davon sein soll. Also wir haben hier Wasser, wir haben hier den Kirschbaum. Die Blumen könnten die Dinger hier sein. Guck mal jetzt. Die Wolken ziehen weg. Und der Wald, das da? Aber eigentlich, das ist nicht richtig, ne? Ja. Wie sieht das hier nicht richtig aus? Vielleicht ist es auch gar nicht die richtige Stelle. Aber einen anderen Kirschblütenbaum kann ich hier ehrlich gesagt nicht sehen. Na, der Wald kann auch dafür stehen, für das Ganze vielleicht. Aber wo sind die Blumen? Ja, es macht keinen Sinn, weil die Blumen sind gar nicht zu sehen. Na, vielleicht ist es auch nicht hier. Ich finde das Wetter gerade irgendwie voll geil. So mit dem Regen und dann, dass es jetzt gerade heller geworden ist. So. Hat was. Jetzt wird es wieder dunkler. Hier kann ich heute nicht rein, ne? Wenn ich da baue. Oh! Dann jetzt los. Baut hier nicht noch? Warum sind wir jetzt eine Stufe gestiegen? Eigenartig. Okay. Das ist sehr nett. Wenn ich nicht genau weiß, warum. Und ich bin halt verwundert, dass wir überhaupt reinkommen, ehrlich gesagt, gerade. Die haben ja alle ihre Hand hier einfach rumliegen lassen. Sef, komm mal kurz her. Hier. So. Gut, dass wir das noch hinkriegen heute. Ist die schon fertig mit den Arbeiten oder warum? Ah, ja, schaut mal. Ist scheinbar fertig einfach. Ja, schön. Doch da gleich mal. Oh, sehr cool. Das sind unsere Rezepte, die wir auch drüben haben. Ja, sind's. Hier können wir Sachen backen. Okay. Kochen. Frittieren. Backen. Ah, da steht Kochen-Methode, Backe-Fry. Okay, da steht, wie man es macht. Hier, Kochen, Boil, Ferment. Fermentieren? Okay. Für Soft-Eis. Sind das ein bisschen andere Rezepte? Ich bin mir unsicher gerade. Ob das genau unsere Rezepte von drüben sind? Okay, also an sich könnten wir es jetzt machen. Geil. Warte mal, was ist hier unten? Das nur so, ne? Okay. Ich wollte eigentlich noch den Handtuch stapeln. Ja, schön. Da haben wir jetzt unsere Kochstelle. Das heißt, wir können jetzt unsere Gäste nach Strich und Faden verwöhnen. Wenn wir denn genug Lebensmittel haben. Das ist noch so eine andere Sache. Da hapert es noch ein bisschen. Ich will jetzt nicht rausgehen, weil ich wirklich Angst habe, dass Seth nicht sauber machen kann. Ich lasse Seth erstmal futtern, bis er fertig ist. Und sonst haben wir nachher wieder ein... ja, ihr seht ja, langsam wird es wirklich schwierig, hier noch Leute reinzusetzen. Deswegen erstmal kurz Seth essen lassen. Wir könnten... Nee, nun. Geht auch, glaube ich, nicht. Oder? Doch, würde gehen. Aber ich mache es jetzt, glaube ich, nicht auf. Also es lohnt echt nicht mehr. Es ist schon 7 Uhr. Ihr habt ja letztens schon gesehen, dass er schon um 9 Uhr rumgejammert hat, dass er müde ist. Nee. Wir warten jetzt nur auf Seth. Machst du toll, Seth. Endmotivation. Ganz super. Boah. So toll. So ein guter Junge. Mensch, Seth. Ich habe noch nie eine Ente so gut Entengrütze wegmachen sehen. Wow. Ja. Beeindruckend, oder? Die Emotionen kochen über. So, bist du jetzt schon wieder satt? Oder kriegst du noch das andere Bad hin? Nee, das Bad. Okay, immerhin, ein Bad ist sauber. Im
mal hin und wir gehen jetzt nach Hause. Reicht auch für heute. Wir haben angebändelt. Wir waren angeln mit unserer besten Freundin hier. Ah! Wir haben sogar noch eine Spiritualitätsstufe geschafft. Und das nur für ins Badehaus gehen. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt gehen wir schlafen. Ein ereignisreicher Tag. Ich hätte gerne noch Rezepte. Kann ich nochmal gucken? Milch gibt es in dem anderen Laden, oder? Ja, damit können wir alles nichts anfangen, leider. Rezept hole ich mal noch. Und Kimbap, was auch immer Kimbap ist. Wir holen jetzt einfach alle Rezepte, die es gibt. Immerhin können wir jetzt auch endlich kochen. Dann würde ich noch eben da oben... wo ist denn der Laden? Ist da jetzt noch jemand, wenn ich hier in den Laden gehe? Bisschen spät, wa? Nee, nicht Kaffee. Wo ist der andere Laden? Da. Gab es da Milch? Hast du Milch? Nein! Nein! Halt! Nein! Okay. Na gut. Zu spät. Eine Sekunde zu spät. Um 8 macht ihr alles dicht. Wie im echten Leben. Obwohl, unser Edeka hat eigentlich bis 9 auf. Naja. Gut. Ist ja okay. Ich gehe ja schon. Was war das denn? Oh, ich will die Katze haben. Halt. Oh. Die Katze. Oh, guck mal, hier ist mal jemand am Stand. Was? Ist das? Hat die das Rezept geklaut? Krieg ich die? Warte mal. Wir gucken mal. Wir machen die jetzt happy. Vielleicht gibt ihr uns das Rezept wieder. Weil sie hat doch gesagt, Katzspuren. Radi bringt dir etwas. Er sieht recht zufrieden aus. Radieschen heißt er, auch wie süß. Du hast erhalten, tote Maus. Okay. Ja, danke schön. Nochmal. Kann es sein, dass wir Radieschen glücklich machen müssen, damit uns Radieschen das Rezept bringt? Also richtig glücklich, meine ich. So auf Gold. Ich probiere rum. Solange sie uns lieb hat, können wir es machen. Ah, schön. Das sehe ich da zum ersten Mal, dass sie hier tatsächlich abends sitzen und da dieser Stand betrieben wird. Das ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass der den Stand betreibt, der hier immer rummalt. Schön. Ah, die lässt etwas fallen. Toter Vogel. Okay. Wir können noch mehr. Ich will das Rezept haben, Radi. Was ist los? Na los, gib mir ein Rezept. Er ist die falsche Katze. Ach, süß. Das Miauen ist so niedlich. Oh. Und nun? Nix. Okay, das war's. Gerade hat nichts mehr für uns. Und ihr so? Mein Bruder hat im Frühjahr geheiratet. Ich sollte ihn anrufen. Das ist schön, sich ab und zu eine Pause zu gönnen. Findest du dich auch? Ja. Schon, ne? Oh, du willst. Was gibt's hier? Möchten Sie Sinking Cup spielen? Das Spiel wird bis Mitternacht dauern. Ja. Was ist das denn? Okay. Schütteln. Wie denn? Mal sehen, was du drauf hast, Shem. Ausgießen! Okay. Und nun? Mal sehen, was du drauf hast. Ausgießen! Halt. Oh, jetzt hast du es getan. Ach so, es darf nicht sinken, oder wie? Freundschaft plus? Jetzt hast du es getan. Haha. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, ehrlich gesagt. Okay. Mitternacht. Oh, Tschüss.
Okay, jetzt gehen alle heim. Wir können tatsächlich bis Mitternacht wach bleiben. Das ist ja interessant. Cool. Wieder was Neues erlebt. Jetzt sind wir auch müde. Oh. Gut, Leute. Wir müssen unbedingt schlafen. Oh, dann bis morgen Nacht.